Dago, du bist immer mit sehr, sehr viel Energie und Leidenschaft bei diesem Training mit den jungen Profis. Wie sehr schätzt du diese Sache, dass es das gibt bei den Füchsen? Ja, es macht mir einfach Spaß und es ist eigentlich egal, in welche Halle ich komme. Ich mache immer gleich, ob das die Profis sind oder Minis. Ich ziehe meine Sache immer durch, einfach so wie sie sind. Und die machen alle gut mit. Das ist, was Spaß macht und einfach genießen. Die Füchse veranstalten dieses große Trainingslager mit allen Jugendmannschaften und den Profis ja schon seit Jahren. Wie wichtig ist das für den Verein, gerade wenn man die Füchse-Familie sich ansieht? Sehr wichtig. Ich glaube, wir haben das durchgezogen, auch jedes Jahr zu machen. Nicht nur einmal, sondern jedes Jahr. Es wird eben auch besser. Wir kriegen viel Erfahrung damit. Wird super organisiert bei unseren Leuten. Und Füchsetown spricht auch für unsere Entwicklung und was wir wollen. Wir wollen dieses gemeinsame Verein haben. Wir wollen kein GmbH spielen, sondern einfach für junge Leute in Berlin spielen. Und ich glaube, es kommt gut rüber und macht den Profis auch Spaß. Jetzt haben es ja wieder zwei Jugendprofis geschafft mit Fabian und Jonas. Ist das das Konzept, was die Füchse wollen, auch in den nächsten Jahren? Absolut. Wir haben natürlich auch ein paar Profis geholt, sogar vier. Aber zwei junge Spieler wollen wir Chance geben nächstes Jahr. Und wir haben auch Auge auf die Spieler, die in zweiter Mannschaft sind, auch die in A-Jugend spielen. Und die werden auch ihre Chancen bekommen im Laufe der Zeit. Das war immer so. Dafür sind wir einfach stolz und das ist, was wir machen wollen. Sechs neue musst du in die Mannschaft integrieren. Klar, zwei sind davon Jugendprofis, die schon mal dabei waren. Wie einfach oder schwer ist es für dich, sechs neue zu integrieren in dein System, in deine Vorstellung, wie du Handball spielen möchtest? Das ist nicht so schwer. Vor allem haben wir erfahrene Leute auch bekommen. Natürlich werden die Neuen, die nicht Bundesliga gespielt haben, die werden ein bisschen Zeit brauchen. Das ist auch ganz normal. Das ist egal, wie erfahren du bist, wenn du Bundesliga spielst, dann ist das etwas anderes. Ich glaube, uns reicht die sechs Wochen, die wir für Vorbereitung haben. Wir sitzen auch im gleichen Boot wie viele andere Mannschaften, ändern auch viele andere Mannschaften ein paar Leute. Und deswegen bin ich sehr optimistisch.